dann heiße ich alle herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 36. Spieltag. Es steht nochmal ein Auswärtsspiel an für den SSV Jahn. Am Samstag gastiert die Jahn-Elf beim SC Freiburg 2 im Dreisamstadion. Werden auch wieder einige Jahn-Fans mit dabei sein. Ich begrüße die Journalisten in der Runde und unseren Cheftrainer Joe Enox auf dem Podium. Joe, jetzt nach dem 1:1 gegen Dresden, wie hast du die Mannschaft in der Trainingswoche erlebt und wie schaut es aus mit dem Personal, glaube ich, soweit ganz gut, oder? Ja, also die Personalsituation ist wirklich sehr gut. Erik Hottmann und Erik Talik fallen weiterhin aus mit den Knieverletzungen. Wobei man Erik Hottmann halt in den letzten Wochen immer auf dem Platz gesehen hatte mit Philipp Peintner. So ein bisschen, ja, dass er halt wieder kommt. Sonst stehen alle anderen zur Verfügung. Ist echt eine gute Situation für uns, gerade am Ende der Saison. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Beweis, dass wir halt wirklich da gut gearbeitet haben, dass die Jungs halt gesund geblieben sind, keine muskuläre Verletzung haben und ja, freuen uns, dass alle zur Verfügung stehen. Genau. SC Freiburg 2, der Gegner am Samstag. Ein paar Worte von dir. Ja, also ist eine Mannschaft, klar, sind schon abgestiegen, aber ist eine Mannschaft, die halt gerade in den letzten Wochen halt bewiesen haben, dass sie halt, ja, gerade zu Hause gegen Ulm, letzte Minute so ein Handtor kassiert, um das Spiel zu verlieren, aber halt gegen Dresden 1:1 gespielt und auch ein ordentliches Spiel gemacht. Viele junge Leute, die sich nicht aufgegeben haben, die einfach, ja, für sich spielen und deswegen sehr unangenehm Gegner. Wenn wir der Meinung sind, da, dass wir Tabellenzweiter sind und die stehen ganz unten und wir da hinfahren und können wenig machen, um halt ein Spiel zu gewinnen, dann täuschen wir uns. Das ist eine Mannschaft, die halt lebt. Das hat man halt gesehen. Und wir müssen eine richtig gute Leistung bringen. Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen, wenn wir halt das Spiel gewinnen wollen. Dann fangen wir an mit den Fragen. Felix Kronawitter von der Mittelbayerischen Zeitung. Jetzt kehrt auch der zuvor gelbgesperrte Luis Bräunig wieder zurück. Ist das gleichbedeutend damit, dass er auch in die Mannschaft, also in die Startelf zurückkehrt? Wir haben halt noch zwei Trainingstage vor uns. Natürlich, Luis halt über die ganze Saison wirklich bärenstark gewesen. Aber wir haben halt auch mit Biete, mit Baller, mit Ziege halt drei Innenverteidiger, die auch zur Verfügung stehen. Deswegen halt, da sind die halt die knifflige Entscheidung halt vom Trainer. Das besprechen wir mit dem Trainerteam. Das haben wir halt gestern getan, auch mit Aachen. Und deswegen, ja, müssen wir einfach die Trainingsleistung sehen und dann schauen wir halt, wie wir da aufstellen. Aber freuen wir uns, dass halt Luis wieder zur Verfügung steht. Danke. Bitte. Dann noch Jonas Diesens vom Funkhaus. Wird sich auch so ein Spiel anders vorbereitet, wenn man da jetzt einen Gegner hat, der eigentlich nichts mehr zu verlieren hat? Also die können ja einfach frei aufspielen, machen, was sie wollen. Und bei euch geht es eigentlich noch um alles. Ja, also ich bin lieber in so einer Situation, wo es um alles geht. Natürlich, es macht es nicht einfacher. Erstmal mit der Aufstellung. Die haben halt natürlich viele verschiedene Spieler. Wer kommt oben in Frage halt von denen? Der Maximilian Bräunig ist halt immer halt mal oben gewesen. Deswegen von der Aufstellung her, auf Vorbereitung des Spiels macht es nicht einfacher, aber letztendlich, es geht um uns. Wir schauen nur auf Freiburg, nur auf das Spiel. Wir wollen halt bestmögliche Leistung bringen, sodass wir halt in der Lage sind, halt das Spiel zu gewinnen. Natürlich sind super ausgebildete Jungs, die wirklich richtig guten Ball spielen, aber wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, dann wird es halt wirklich ein ganz enges Spiel und wir hoffen, dass wir das Spiel für uns entscheiden können. Zum Abschluss vielleicht noch, wir haben das letzte Mal von Crunch-Time gesprochen, wie erlebst du die Mannschaft in diesen Tagen jetzt vor dem? Natürlich, da sind halt gerade die letzten drei Spiele haben es in sich gehabt. Zu Hause gegen 60, auswärts in Ulm und dann halt jetzt zu Hause gegen Dresden, wo ich der Meinung war, dass wir halt gerade die letzten beiden Spiele richtig gute Leistung gebracht haben. Wir haben halt nicht so die Punkte eingesammelt, die wir halt wollten. Aber letztendlich erlebe die Mannschaft jetzt im Training, aber auch in den Spielen eigentlich wirklich sehr gefestigt. Die wollen alle, die geben Gas, muss sie halt vielleicht sogar ein bisschen bremsen. Deswegen ist es eine gute Situation. Ich erlebe die Mannschaft halt wirklich, die sind gut drauf, die sind top, die wollen halt spielen. Also von daher machen wir da keine Gedanken.
Jo, dann freuen wir uns wieder auf ein spannendes Spiel am Samstag in Freiburg. Allen noch eine schöne Restwoche und bis Samstag.